Hey Leute, hier ist LineGamer1 und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Landwirtschaftssimulator 15 Forstwirtschaft hier auf der wunderschönen Map die Alps. Wir sind gerade mit unserem schönen Unimog U1600 und dem Fortuna Muldenkipper hinten dran hier auf dem Weg zurück in den Wald. Am Ende vom letzten Teil waren wir mit dem noch im Tal und haben hier einmal den Aufbau vom Muldenkipper und den, nicht den Aufbau vom Muldenkipper, sondern den Aufbau vom Unimog und den Muldenkipper ausgeleert beim Biomasseheizwerk, denn wir hatten das beides komplett vollgefüllt mit Hackschnitzeln. Und das hier wird wahrscheinlich jetzt der letzte Teil sein vor der etwas längeren Pause, die ich jetzt von dem Let's Play hier machen werde. Also ich werde das Let's Play nach diesem Teil jetzt erstmal für längere Zeit pausieren. Und zwar bis circa Mitte Juni, da ich im Moment mein Abitur mache, beziehungsweise im Moment bei mir die Abiturphase ist sozusagen. Und ich mich im Moment auf die ganzen Abiturprüfungen vorbereite und deswegen halt nicht so viel Zeit zum Aufnehmen habe. Und deswegen das Let's Play erstmal deswegen bis Mitte Juni ungefähr pausieren werde. Und dann wird es wahrscheinlich mit dem Let's Play hier wieder weitergehen. So, wir sind hier wieder im Wald angekommen. Ein bisschen was haben wir hier noch im Zwischentank von unserem ausgeliehenen Hochleistungshäcksler. Dann lass uns den Fortuna wieder drunter fahren. In dem heutigen Teil werden wir noch alle weiteren Baumstämme, die wir hier im Wald liegen haben, noch zu Hackschnitzeln verarbeiten. Sollten wir eigentlich ganz gut heute alles hinbekommen. So, das wird übergeladen. Motor sollten wir noch ausmachen. Und dann holen wir uns mal jetzt die nächsten Bäume. Sind jetzt nicht mehr allzu viele. Genau, letztes Mal haben wir ja hier schön mit dem Radlader. Also falls ihr den letzten Teil nicht gesehen habt, müsst ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. War echt eine richtig coole Aktion, die wir da mit dem Radlader gemacht haben. Da haben wir nämlich hier mit dem, da war wirklich die Poltergabel komplett gefüllt mit Baumstämmen. Haben wir hier jede Menge Baumstämme aus dem Wald hier rausgeholt und alle auf einmal in den Hochleistungshäcksler geschmissen. Müsst ihr auf jeden Fall gesehen haben, war eine richtig geile Sache. Ich hoffe mal, dass wir sowas bald nochmal hier im Let's Play machen können, halt dann, wenn es wieder weitergeht. Ein bisschen hier gerade von der Fahrbahn abgekommen, ein bisschen hier außer Kontrolle geraten das Ganze. So, jetzt aber sind wir gerade nämlich auf den Baum zugesteuert und deswegen ist es eben nicht ganz so gut geklappt. Deswegen muss ich nämlich eben ausweichen und sind erstmal jetzt hier ist erstmal festgefahren. Ja, geil. Komm schon. Wieder rausrangieren. Das muss doch gehen. So, genau, wir haben jetzt hier noch zwei da drin liegen und dann müssen wir mal gucken, wie wir die nach vorne bringen, weil zwei ist schon relativ blöd hier mit der Poltergabel zu transportieren, weil die halt leicht rausfallen auch. Also sobald es nicht so viele sind, dass die Poltergabel komplett gefüllt ist, ist es halt echt nicht so einfach, die Sicherheit zu transportieren, dass die nicht rausfallen. Aber hier haben wir nochmal ein paar liegen. Vielleicht können wir die auch da vorne kurz an die Runge zwischen reinladen und dann können wir alle auf einmal hier aus dem Wald rausbringen. Das können wir, glaube ich, ganz gut machen. So, dann lass uns mal diese ganzen hier aufnehmen. Das sollte ja eigentlich ganz gut machbar sein. Ach, da oben liegen auch nochmal welche. Oh, die habe ich ganz übersehen. Na, vielleicht können wir die auch erstmal alle so in die Runge nochmal bringen und dann auf einmal auf den Platz vorne zum Hochleistungshäcksler bringen und dann kann er die alle auf einmal verarbeiten. Das ist echt eine richtig coole Sache, wenn die so alle auf einmal verarbeitet werden. Na, vielleicht sollen wir von der anderen Seite ranfahren, wisst ihr, weil da geht es so ein bisschen bergab in die andere Richtung. Achso, ich habe gerade die... Das heißt ja eigentlich auch Frontlader, ne, beim Radlader. Gerade ein bisschen zu weit unten gehabt. Deswegen konnten wir vorne nicht lenken. So, am besten müssten wir jetzt aber... Ich glaube, wir fahren von der anderen Seite ran. Oh, das wird aber schon blöd mit dem einen da. Ach, scheiße. Warte mal, wir probieren es mal anders. Aber ich weiß nicht, ob das klappt. Das müssen wir nochmal mit Merlo alle vorbringen. Und dann wieder so machen wie letztes Mal, dass wir die alle dann in der Runge mitnehmen. Oh nein, jetzt schiebe ich die alle weg. Scheiße. In der Runge aufnehmen, das war noch am besten. Ich glaube, wir machen das wieder, dass wir die mit Merlo herholen. Oder wir platzieren hier nochmal eine... Runge. Ich glaube, das wird nichts so. So, genau, und jetzt herholen. Genau, die haben wir jetzt hier drin, aber das Problem ist halt, genau, der Kleine wird uns jetzt eh gleich rausfallen. Beziehungsweise wir können es mal probieren, ob wir die in die Runge bringen können, wenigstens. Weil der Kleine liegt halt echt nicht so sicher da drin. Wir machen mal kurz den Tempomaten an.
Muss immer relativ langsam nur fahren. Nur so 10 km/h. Genau, und sobald man hier mal ein bisschen so halt nicht fixiert, genau, wenn man halt so ein bisschen mit dem so ein bisschen nach links oder rechts halt dann lenkt, sind die sofort raus, wenn der nicht komplett voll ist. Wenn die Poltergabel nicht komplett voll ist, dann machen wir es mit dem Merlo wieder, dass wir die in die Runge bringen. Das wird sonst nichts. Und ab geht's. Na, da sind sie da runtergerollt. Vielleicht lassen wir den einen da halt liegen. Ist mir jetzt auch egal. Der eine dünne da, der macht jetzt auch nicht so viel aus. Der liegt so ein bisschen blöd, den dazu aufzunehmen. Ist ein bisschen doof. Ich glaube, es ist wirklich so am besten, die so mit so einem kleineren Lader irgendwie mit einer kleineren Poltergabel vorzu sortieren. Oder nicht zu sortieren, ist ja nicht so sortieren, aber halt sofort zu sammeln, genau. Und halt dann alle auf einmal mit dem Radlader halt dann wegzubringen. Ich glaube, das ist wirklich so das Beste, was man machen kann. Aber da sind ja nochmal einige etwas dickere Baumstämme jetzt auch mit dabei. Ich habe gar nicht mehr gewusst, dass wir da oben nochmal so ein paar liegen haben. Habe ich ganz vergessen. So. Über die können wir, glaube ich, hier sogar zusammen aufnehmen, oder? Das sollte machbar sein. Da oben können wir auch dann so noch zwei fahren. Also da oben nochmal für die nochmal zweimal fahren und für den hier nochmal jetzt. Die kriegen wir auch zusammen jetzt hier in die Gabel. Da müsste das jetzt so in die Poltergabel von dem Radlader so reinlegen. Ah ne, wir machen das schon lieber jetzt anders. Dass wir die alle da... Oh, ich habe den Motor vom Radlader noch an. Egal. Jetzt bringen wir die erstmal weg. Jetzt haben wir sie hier in der Gabel drin. Naja, mal gucken, wie voll jetzt dann nochmal die Gabel vom Radlader werden wird. Weil... Ja, es sind jetzt... Wobei, es sind jetzt dickere. Es sind weniger als letztes Mal, aber dafür sind es halt nochmal mehr dickere Baumstämme als letztes Mal. Aber da haben wir nochmal hier schön was zu häckseln. Kriegen wir nochmal ordentlich Hackschnitzel. Wir haben echt gut Geld gemacht mit den Hackschnitzeln. Ich meine, wir haben jetzt fast 70.000 Euro mit denen schon verdient. Das ging eigentlich recht flott. Und hat auf jeden Fall auch sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dem Hochleistungshäcksler. Hochleistungshäcksler kann ich euch auf jeden Fall auch nur empfehlen, diesen Mod. Und auch alle anderen, der Hochleistungshäcksler, also den Mod vom Hochleistungshäcksler und alle anderen Mods, die ich hier im Let's Play verwende, habe ich alle auf meiner Webseite verlinkt. Link dazu zu meiner Webseite ist auch gleich ganz oben in der Videobeschreibung. Wobei, die könnten wir eigentlich auch... Ach komm, wir probieren es jetzt nochmal. Die können wir vielleicht auch mit dem Radlader alle auf einmal kriegen. Wenn nicht, haben wir immer noch den Merlo hier. So. Die Frage ist, von welcher Seite fahren wir dran? Ich würde sagen von hier, weil dann fahren wir nämlich so gegen den Berg, also bergauf. Dann können die den nämlich... Weil die rollen ja dann eher bergab und sonst würden sie... In die andere Richtung rollen sie uns ja nämlich... Also wenn wir von der anderen Seite drankommen würden... Würden die uns ja nämlich eher so wegrollen. So. Das Problem ist halt nur, die liegen halt jetzt so weit nach hinten auseinander. Also nicht so übereinander, sondern halt weit nach hinten übereinander. Ah, haben wir sogar. Ah, komm, wir haben sogar fast alle. Nein, nur den einen nicht. Nur einer nicht. Und hier ist halt jetzt wieder mit dem Lenken. Warte mal, ich fahre mal mit dem Joystick, dann kann ich nämlich nur... Kann ich nämlich so kontrollierter lenken oder mal noch langsamer fahren. So, dann müssen wir nur den einen noch mit Merlo herholen. Ich hoffe mal, es fällt jetzt keiner raus. Nur mit dem Joystick kann ich mich so sanfter lenken. Als ich mit der Tastatur immer halt auf A drücke, dann macht er gleich so einen vollen Lenkeinschlag. Und so fallen die nicht so leicht raus, wenn ich das mit dem Joystick mache. Mit dem Gamepad mache, meine ich ja. So, da ist noch hier irgendwo so ein Ast dran, der jetzt noch so im Radlader reinhängt. So, der kommt auch alle da unten in die Runge, wobei die liegen da nicht alle so ordentlich da drin, aber... Na, da wird doch die Poltergabel jetzt nochmal ordentlich voll. Mit der einen Fahrt jetzt hier, mal gucken. Also wenn wir die jetzt alle rausbringen, mal gucken, ob es überhaupt passt, dass alle reinpassen. Sonst können wir die mit Merlo ja immer noch nachbringen oder halt nochmal eine zweite Fahrt mit dem Radlader machen. So, also. Schön langsam rückwärts fahren. Ich kann ja mit dem Gamepad hier auch nur ganz leicht die Gas-Geben-Taste drücken. Genau, dann gibt er nämlich auch nur ganz langsam Gas. Also sowohl halt beim Rückwärtsfahren als auch beim Vorwärtsfahren. So, genau. Und dann kommt es einmal hier rein. Ja, wunderbar. Es hat gut gepasst.
So soll das sein. So hätte es auch vorhin bei den anderen sein sollen, die dann alle auseinandergefallen sind. Aber geil. Guck mal, wie es aussieht mit diesem einen Ast, der da noch so mit den ganzen Nadeln da hochsteht. So, komm. Weg mit dir, Ast. So. Und dann kommen jetzt noch der... Genau, der eine eigentlich nur noch. Ah, das war echt geil, die Aktion jetzt gerade auch nochmal, dass wir die alle so auf einmal da jetzt mit dem Radler da weggekriegt haben. Also fast alle auf alle. So richtig nur schnell zugegriffen und dann waren sie alle drin. Im Dings, in der... in der Poltergabel, genau. Jetzt kommt noch der eine und jetzt gucken wir mal, wie viel wir dann in die Poltergabel reinkriegen. So, der ist jetzt fixiert, da können wir natürlich hier ein bisschen schneller fahren. Das war halt bei den anderen jetzt nicht so der Fall, aber trotzdem war das wahrscheinlich jetzt noch schneller, die alle mit dem Radlader auf einmal hier hin zu transportieren, als einzeln jetzt mit dem Merlo hätten wir wahrscheinlich länger gebraucht. Da hätten wir wieder hin und her fahren müssen, neu aufnehmen und so weiter. Wobei, wenn man jetzt so hier reinschaut, das sieht ungefähr genauso viel aus wie letztes Mal, die wir da beim letzten Mal rausgebracht haben. Wir gucken einfach mal, ob das jetzt alles so gut klappt. Ich denke mal schon. Das sollte jetzt auch vom Aufnehmen her mit dem Radlader kein Problem sein. So, nochmal so eine geile Aktion jetzt wie letztes Mal. Ich hoffe, es wird genauso gut. Gleich werden wir es sehen. So, wir setzen an. So, genau, können wir mal so nach hinten fahren. Die werden ja da so dran geschoben. Kippen das mal so leicht runter. So, und jetzt zupacken. Nein, nicht alle. Kommt schon. Die müssen auch alle reinkommen. Da passen jetzt echt nicht alle rein. In die falsche Richtung. Ich bewege die ganze Zeit in die falsche Richtung. Oh, wieder bis auf zwei sind alle drin. Ja doch, das ist jetzt schon voll. Oh, oh. Warte mal, wir müssen es nochmal... Wir müssen es nochmal anders machen. Mal langsam zurückfahren. Weil die sind nämlich so ein bisschen blöd gerade in der Gabel drin. Dass sie nämlich so leicht da rüberhängen. Oh, der eine ist nämlich schon rausgefallen. Die rutschen nämlich alle gerade schon wieder so raus. Oh, nicht hinten drüber fallen, nicht hinten drüber fallen, Kollege. Nicht hinten drüber fallen, nicht hinten drüber fallen, nicht hinten drüber fallen. Na, komm hoch. Komm schon. Ja, genau. Schön drüber. Genau, ja, das ist die richtige Richtung. Ach, geht doch. So. Oh, oh. Genau, jetzt fällt vorne raus. Wir fahren mal ein bisschen weiter links ran. Nicht, dass die jetzt wieder so weit... So, der eine, der jetzt hier unten liegt, den werden wir dann nicht mitnehmen jetzt. Vielleicht lassen wir ihn auch einfach sonst hier im Wald liegen, weil das bisschen da lohnt sich jetzt auch nicht. Wir müssen mal gucken, wie viel wir jetzt mitkriegen. Also. Oder der kommt jetzt auch so mit in die Poltergabel rein. So, ist auch nicht am Boden. So, jetzt aber... dran, reinfahren, zupacken, ja, schon wieder falsche Richtung, was mache ich denn, falsche Richtung, die Poltergabel bewegt, ist leider auch nicht ganz so jetzt komplett voll gefüllt, egal, wir probieren es jetzt mal so, wir fahren jetzt mal so, ist ja auch relativ voll, ich mache die Gasannahme nochmal ein bisschen runter. Wir müssen halt jetzt wieder aufpassen, dass die nicht rausfallen. Ich hoffe mal, es fällt jetzt keiner raus. So, mal einen Tempomaten. Weil der eine liegt schon wieder so nur ganz halt, nur noch so leicht in der Gabel drin. Wir gucken einfach mal. So, hier sieht man ja auch die Spuren vom letzten Mal, wo wir hier lang gefahren sind. Folgen wir denen einfach mal. Hoffen wir einfach mal, dass jeder drin bleibt. Genau, wir fahren ja hier lang, weil wir sonst einfach keinen Weg hätten, hier lang zu fahren. Weil sonst einfach da die Bäume so im Weg stehen würden, dass wir halt aufgrund der Breite mit den Baumstämmen da nicht durchkommen würden. Haben wir uns ja hier so einen Weg ausgesucht. Ja, müssen wir aufpassen. Müssen wir ein bisschen weiter jetzt nach links rüber runterfahren. Genau, und so ruckartig, muss man halt aufpassen, dass man nicht so ruckartig lenkt, aber ich habe halt Glück, dass ich hier mit dem Gamepad das Ganze so steuern kann, dass wir nur so immer schön langsam immer weiter einlenken. Wobei, jetzt können wir nochmal ein bisschen beschleunigen. Ich glaube, das schaffen wir ganz gut jetzt. Und die letzten
Das ist Nummer 3. Holen wir mit Merlo am besten. Ja, wobei wir können es auch noch mit dem GCB, wir probieren es nochmal mit dem GCB erst nochmal, aber ich denke mal, falls einer rausfällt, genau, holen wir die mit Merlo dann hinterher, wir probieren es jetzt erstmal, fahren mit dem GCB nochmal rein, holen die dann nochmal mit dem GCB erstmal, so. Ja, sehr schön, wenn man hier nicht so schnell fährt und dann nur ganz leicht lenkt, dann kommt man hier auch gut raus, so, mal die Rundumleuchte ruhig noch an, der Hochleistungshexler ist noch nicht angeschaltet, halten wir nochmal kurz an, machen den mal gerade an. So, also Dieselaggregat starten und Häcksler anschalten. So, jetzt ist es nochmal interessant. Dass wir die jetzt auch alle gescheit irgendwie hier reinwerfen können, weil die ja so halb überstehen, aber sonst kippen die wahrscheinlich irgendwie noch da rein, dann so schräg. So. Jetzt. Machen wir mal auf. Nicht so weit nach hinten. Ist ja noch irgendwie nach hinten gerutscht. Ein bisschen anheben. So. Und es können jetzt alles schön auf einmal verarbeitet werden. Ja, geil! So hätte das auch letztes Mal sein müssen. Alle schön rein. Und es wird alles da auf einmal schön hier rübergebracht in den Fortuna. Geil. Geilo, Matego. Guck mal, wie voll der Fortuna jetzt schon wieder schnell dadurch geworden ist. So, 3 fehlen noch. Die holen wir uns jetzt noch. Und dann haben wir sie alle. Und die dünnen, die lassen wir jetzt einfach da so alle liegen. Ist jetzt auch egal. Dann gucken wir mal, dass wir die jetzt auch noch eben. Das sind noch 3, ne? Ja, genau. Die 3 Kollegen, die vorhin nicht mit durften, nicht mit konnten, die sind jetzt noch dran. Jetzt wird es nochmal spannend. Ob das Ganze jetzt so funktioniert. Also. Halt echt gut, dass die Runge wirklich genauso, ja, als ob die wirklich dafür ausgelegt wäre, dass man hier mit dem Radlader so dazwischen reinfährt. Ich bewege die ganze Zeit die Maus in die falsche Richtung und deswegen halt hier die Poltergabel immer falsch. So, jetzt wieder das Gamepad zur Hand nehmen. Und wir nehmen wieder den bekannten Weg. Na, wenn wir so langsam fahren, soll es eigentlich ganz gut klappen, dass wir die alle auf einmal noch nehmen. Doch, das sollte gut möglich sein, wenn wir jetzt nicht so ruckartig lenken. Ich glaube, das ist immer noch schneller, als wir mit dem Merlo jeden einzeln holen würden. Oder zweimal müssten wir auf jeden Fall fahren, weil wir ja, genau, weil auch wenn wir 2 halt einladen würden, müssten wir immer noch mal einen holen. Also mehr als 2 könnten wir nicht auf einmal da wegbringen. Auch probieren können, wobei hier geradeaus. Ne, fahren wir lieber wieder links. Diese Links-Rechts-Kombination. Mal sanft auslenken. Wieder leicht einschlagen. Aber der Radlader, ich finde, der ist echt richtig geil. Sieht auch richtig gut aus. Wobei der Liebherr natürlich auch richtig cool ist. Aber der ist auch echt. Ich finde beide auf jeden Fall ziemlich gut. So. Kann man ein bisschen mehr Gas geben. Tempomat noch mal ein bisschen erhöhen, die Geschwindigkeit. Genau, schön hier den Spuren von vorhin folgen. Ja, geil. Ich glaube, nach den 3 wird der Fortuna auch schon wieder voll sein. Und ja, die anderen lassen wir jetzt einfach alle erstmal so liegen und bringen das Ganze jetzt noch weg. Und danach ist das Let's Play dann auch schon wieder pausiert. So. Es sind dann doch nochmal ein paar mehr Teile geworden, als ich jetzt dachte. Weil, genau, ich habe ja nach dem Let's Play vom LS15 Gold Edition, habe ich das Let's Play hier wieder fortgesetzt. Und da hatte ich eigentlich geplant, nur 6 weitere Folgen zu machen, bis ich das Let's Play wieder pausiere. Und es sind jetzt ja doch nochmal ein paar mehr Folgen geworden, aber ja, ich glaube, es wird euch nicht gestört haben. So. Also, mir würde es nicht einfallen, wieso.
So. Ich denke mal, es wird euch eher gefreut haben, dass es jetzt noch ein paar mehr Folgen gab. Also ich hoffe mal. So. Aber in Kommentaren habe ich auch damals mitbekommen, als dann wieder der erste Teil von dem, wieder ein weiterer Teil von dem Let's Play hier rauskam. Na? Als ich wieder einen weiteren Teil jetzt von dem Let's Play dann hochgeladen hatte, nachdem es ja für einige Zeit pausiert war. Dass da wirklich viele sich gefreut haben. Ah ja, endlich geht's wieder weiter mit dem Let's Play und so weiter. Fand ich auf jeden Fall auch sehr cool, dass ihr euch da so gefreut habt. Und ihr das gut fand, dass es jetzt auch wieder weiterging dann mit dem Let's Play. Ich fand es auf jeden Fall auch sehr cool, wieder hier ein bisschen weiter in der Forstwirtschaft hier im Landwirtschaftssimulator 15 zu spielen. So, zum Abschluss bringen wir jetzt noch das Ganze vom Unimog mit dem Unimog noch weg. Verkaufen das noch. Ja, 26.000 beziehungsweise fast 27.000 Liter haben wir jetzt nochmal hier an Hackschnitzeln bekommen. Die kleinen Baumstämme werden wir dann hier im Wald liegen lassen, die werden wir nicht mehr mitnehmen. So, machen wir gerade noch hier das Ganze aus. Genau, können wir gerade das Rohr noch einfahren. Dann müssen wir das Dieselaggregat noch dazu anhaben, genau. Und die Stützfüße einfahren. War auf jeden Fall echt cool, hier mit dem Biest zu arbeiten. Dann bestimmt nochmal. Auf jeden Fall nochmal hier machen, beziehungsweise jetzt zum Häckseln werden wir das immer benutzen, denke ich mal. Wir müssen es halt dann ausleihen. Oder außer wir haben halt nicht genug Geld, um es auszuleihen, dann werden wir halt den Jens-Hacker benutzen, aber sonst werden wir jetzt immer das Biest sozusagen, also den Hochleistungshäcksler benutzen. Kaufen werden wir uns das wahrscheinlich, also sieht nicht danach aus, dass wir uns das hier irgendwann erstmal kaufen werden, weil wir erstmal noch andere Fahrzeuge haben, die wir uns so fest kaufen wollen. Wobei es sich natürlich ab irgendeiner gewissen Leitdauer auch wieder lohnt, dann das eher zu kaufen. Aber das ist auch erstmal noch ein. Das dauert ja auch erstmal ein bisschen, bis man es so oft ausgeliehen hat, dass es sich dann gelohnt hätte, es eher zu kaufen. Ja, so wird das nix. Nochmal. Jetzt. Komm schon. Oh. Na. Jetzt aber. Rum mit dir. So. Und wie gesagt, wird es dann bis irgendwann Mitte Mai erstmal jetzt keine weiteren Folgen hiervon geben. Und dann, also nicht Mitte Mai, sondern Mitte Juni, damit es mit dem Let's Play wieder weitergehen, voraussichtlich. Also kann sein, dass sich nochmal ein bisschen verzögert, aber ich denke mal, dass es so aussieht. Aber ich will mich auch nicht zu genau festlegen, aber irgendwie da in dem Dreh wird es wahrscheinlich wieder dann mit dem Let's Play hier weitergehen. So, ihr könnt natürlich auch gerne Ideen oder was ihr da noch so habt, was wir hier noch so machen können, in die Kommentare schreiben. Auch Mod-Vorschläge sind natürlich sehr gerne erwünscht, also ihr könnt auch gerne Fahrzeuge und Mods empfehlen, die wir vielleicht hier noch ins Spiel einfügen können, um die wir unseren Forstbetrieb hier noch erweitern können. Also gerne einfach ab damit in die Kommentare oder auch halt wie gesagt Ideen, was wir hier noch so machen können. Aber dann, wenn es erstmal dann weitergeht nach der Pause, werden wir erstmal den Wald wechseln und einen anderen Wald weitermachen. Passt ja eigentlich auch ganz gut. Müssen wir halt mal gucken, welches dann wird, aber der, den wir aufgeforstet haben, passt ja eigentlich ganz gut. Wir haben aber so viele Wälder, gibt es ja hier gar nicht auf der Map, die Alps. Also den einen haben wir dann noch. Und dann muss ich mal gucken. Ich weiß auch gar nicht mehr so genau, wo wir hier noch andere Wälder hatten. Genau, noch so einen kleinen hatten wir noch, glaube ich, ne? Das war so ein relativ kleiner. Wir müssen einfach mal gucken, wie wir es dann machen. So, da kommen wir wieder ins Tal. So, diesmal nehmen wir auch hier schön die Kurve. Nicht die Abkürzung sozusagen. Oder einmal quer fällt ein über die Wiese. So, ein bisschen schnell. Aber noch rechtzeitig abgebremst. Das ist ja schon immer eine ganz schön holprige Fahrt hier runter. Das war echt auch eine gute, wo wir jetzt mal an dem Platz hier vorbeifahren, wo ich ja alternativ den Hochleistungshäcksler hinstellen wollte. Was echt eine gute Idee, den doch da hochzubringen, weil da konnten wir das jetzt so mit dem Radlader und so machen, wie wir es jetzt noch gemacht haben. Das hätten wir ja sonst nie so gut machen können mit dem, wie wir es jetzt halt da mit dem Radlader noch gemacht hatten. Da hätten wir nie so das so rausholen können und so. Der hätte es ja alles mit dem Buffalo hier runterbringen müssen und so kommt man das echt gut, die Paar dann noch mit dem Radlader hier runterbringen, was ja nochmal viel schneller und viel einfacher ging. Also mit dem Radlader halt zum Hochleistungshäcksler bringen und anstatt halt mit dem Buffalo so da rauszuholen. So, wir laden ab und damit ist auch wieder dieser Teil hier, der letzte Teil ist erstmal vor einer etwas längeren Pause von dem Let's Play hier zu Ende. Wie gesagt, gegen Mitte Juni könnt ihr davon ausgehen, wird es wahrscheinlich weitere Folgen von dem Let's Play hier geben. Genau, ich werde auch jetzt erstmal das aus dem Uploadplan rausnehmen, also dann steht es nicht mehr im Uploadplan drin, Let's Play Landwirtschaftssimulator 15 Forstwirtschaft, und sobald es dann damit wieder weitergehen wird, werde ich es dann auch wieder
in den Uploadplan eintragen. Wie gesagt, gegen Mitte Juni, können davon ausgehen, wird es ungefähr wieder neue Folgen geben. Werden wir dann sehen, wie es genau sein wird. Mitte, Ende, vielleicht auch eher Ende Juni. Naja, stimmt, weil ich wahrscheinlicher wird Ende Juni sein, aber irgendwann in dem Dreh wird es dann wahrscheinlich weitergehen mit dem Let's Play. Und ja, ich hoffe, auch dieser Teil hat euch hier wieder gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Drückt den Daumen nach oben, würde ich mich sehr drüber freuen. Und vergesst meinen Kanal nicht zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Dann verpasst ihr auch nicht, wenn es dann wieder weitere Folgen von diesem Let's Play geben wird. Und dann, ja, bis zum nächsten Teil oder einem anderen Video von mir. Macht's gut, haut rein, euer LineGamer1. Ciao.